Erstmal eine Frage von mir selbst. Ich habe vorhin einen Bericht gesehen, SWR Nachtcafé, da waren Sie zu Gast. Ja, das ist Und schon eine Weile her. das ist schon eine Weile her. Da war auch ein gewisser Herr Reinhard Stengel, Ja. der Seelenschamanismus betreibt. Wie Ja. bewerten Sie denn Arbeiten wie diese? Also es ist so, die Leute, die es dann da sich im Fernsehen präsentieren, die haben ja sozusagen da in erster Linie auch gewissermaßen so eine Art kommerzielles Interesse dran und bieten halt da ihre sozusagen das an, was sie da leisten können. Und das große Problem ist eigentlich nicht, dass sie da irgendwas können oder was machen, sondern die Frage ist, ob die Information, die sie da sozusagen rauslassen, für alle Leute gut ist. Und zwar entsteht da immer der Eindruck, die könnten allen Leuten helfen, das glauben die manchmal auch selber, während zum Beispiel ein professioneller psychologischer Psychotherapeut oder Psychotherapeutin, die lernen halt für jede Störung oder für jedes Problem verschiedene Methoden und richten das danach. Oder sie sagen dann, das ist jetzt etwas, was ich nicht behandeln kann und geben dann die Leute weiter. Ich kann natürlich nicht im Einzelnen jetzt hier beurteilen aufgrund von einem Interview, aber ich empfehle für alle Leute, die solche Dienste in Anspruch nehmen wollen, auf unsere Homepage zu gehen. Und da gibt es einen Text, der heißt, woran erkenne ich einen Scharlatan? Und das sind 15 Punkte pro und 15 Punkte contra, wie das Angebot einzuschätzen ist. Und das muss man halt einfach so durchgehen. Und wenn da die Mehrzahl bei den negativen Punkten sind, da würde ich dann nicht hingehen. Und wenn die Mehrzahl bei den positiven Punkten sind, da kann man es ja zumindest mal ausprobieren. Das ist das, was wir auch den Leuten raten, wenn sie bei uns anrufen. Also ich kann über einen einzelnen Anbieter nichts sagen, weil ich ja nicht weiß, was der wirklich für eine Ausbildung hat, was der wirklich macht und so weiter. Und das macht die ganze Sache schwierig. Und während einer Fernsehsendung, da kann man das sowieso nicht machen. Und ich meine, ich sage da natürlich auch nichts Kritisches, weil man ja die Leute da auch nicht sozusagen vorführen möchte. Also das gehört sich einfach nicht. Das ist das große Problem bei solchen Fernsehsendungen. Ja, Sie haben dort unter anderem auch über Nahtoderfahrungen gesprochen. Und Ja. es gibt ja nun Menschen, die berichten, dass sie kurzzeitig für tot erklärt wurden und dann berichten die von einem hellen Licht oder von Stimmen oder von einem entfernten Verwandten, der vielleicht schon lange gestorben ist, den sie da sehen. Wie ist denn für Sie sowas Derartiges zu erklären? Also zunächst mal muss man ja sagen, dass diese Berichte so häufig sind und dass es da so gründliche Untersuchungen und Studien dazu gibt, also auch von Seiten von Medizinern. Früher hat man das ja nicht ernst genommen, wenn die Leute sowas berichtet haben, zum Beispiel während einer Operation, dass sie hinterher so eine Nahtoderfahrung hatte. Aber heute wird das wirklich ernst genommen und auch untersucht. Und dass diese Phänomenologie, dass also diese Erfahrung mit dem Licht oder das Tunnelerlebnis oder dem Lebensrückblick, das kann man einfach als gegeben ansehen. Das erleben die Menschen so. Und da gibt es natürlich auch immer wieder Berichte oder Beobachtungen, die sozusagen über das Übliche hinausgehen. Die übliche Erklärung von den heutigen Neurowissenschaftlern ist halt so, die sagen, in bestimmten Situationen, wenn das Gehirn zu wenig Sauerstoff hat und zu hohen CO2-Spiegel, dann entstehen halt solche Halluzinationen und die sind alle ähnlich, weil unser Gehirn eben die und die Struktur hat. Das reicht in manchen Fällen absolut nicht aus, weil Leute dann Dinge wahrnehmen, die sie gar nicht wissen können. Also ich erinnere jetzt zum Beispiel einen Fall, wo jemand berichtet, dass er während der Operation am Herzen aus dem Operationssaal nach oben geschwebt ist und von oben auf das Krankenhaus runterschauen konnte. Und dann hat er gesehen, dass hinter dem Krankenhaus eine große Baustelle war, die man von vorn gar nicht sehen konnte. Wurde auch mit dem Notarzt eingeliefert. Das konnte er also gar nicht wissen. Und da ist natürlich die Frage, was ist hier los? Also wie kann sowas sein?
Und das wird natürlich dann häufig unterschlagen. Und das ist schlecht für die Leute, weil die natürlich gerne Erklärung dafür haben. Und da gibt es natürlich in der Parapsychologie die Annahme, dass es eben sowas wie so eine Art, das nennt man Traveling Clairvoyance, also sozusagen sowas wie ein Hellsehen gibt. Das ist alles schon beschrieben, sogenannte Astralreisen. Ob das jetzt bedeutet, dass die Seele nach dem Tode irgendwie weiter existiert, das kann man daraus nicht schließen. Aber dass es das Phänomen gibt, das ist ganz, ganz sicher der Fall. Und dass es eben einfach zu kurz gegriffen ist, wenn man nur diese gängige neurologische Theorie nimmt. Übrigens, die Leute, die sich intensiv damit befassen, die respektieren das auch meistens, dass es viele solche Berichte gibt von außerkörperlichen Erfahrungen, wo die Leute eben Dinge berichten, die sie gar nicht wissen können. Ja, ist denn für Sie persönlich die Seele wirklich klar vom Körperlichen abzutrennen? Ist es wirklich die Seele wirklich ein Punkt, wo man sagen kann, ja, da ist was, das man nicht so erklären kann? Es gibt zu dieser Frage gibt es genau prinzipiell drei verschiedene weltanschauliche Positionen. Das eine ist der Platonismus, der geht also auf Platon zurück. Da wird die Seele als das Primäre angesehen. Also die Welt ist sozusagen die Welt der Ideen. Die Seele ist eigentlich das Grundmuster. Oder man kann auch sagen, die Psychologie ist die grundlegende Wissenschaft. Und alle Naturwissenschaft ist gewissermaßen nur gewissermaßen ein Ausfluss dieser Seele in einer gewissen Weise. Das ist gegenwärtig wird nicht von vielen Leuten vertreten, interessanterweise von Mathematikern zum Beispiel, die sagen, mathematische Objekte, die existieren wirklich. Und der Mathematiker, der entdeckt die halt, ja. Dann gibt es die andere Position, das ist die reduktionistische Position, die sagt, na nein, in Wirklichkeit gibt es die Seele gar nicht, das ist eine Illusion oder ein Epiphänomen nennt man das. Das ist gewissermaßen, wenn man also jetzt so wie so ein Baukasten aus Atomen die Welt zusammensetzt und das menschliche Gehirn, dann entsteht also hinterher als Epiphänomen die Seele. Und die gibt es aber in Wirklichkeit nicht. Das ist so die Meinung der meisten lebenden Neurowissenschaftler. Und dann gibt es natürlich noch die dualistische Betrachtungsweise, die interessanterweise von Computerwissenschaftlern angesehen wird. Die sagen, da gibt es einmal das Gehirn, das ist sowas wie ein Computer und die Seele ist die Software. Also das sind die Programme, die da auflaufen. Ich denke, nach meiner Position sind alle drei Sichtweisen zu kurz gegriffen. Denn sie erklären eigentlich nicht das breite Erlebensspektrum, was wir eben bei diesen paranormalen Erfahrungen haben. Und ich denke, da muss man wirklich ein bisschen tiefer in die Kiste greifen. Und deswegen ist diese Frage, ich weiß nicht, das haben wir auch während unserer Gespräche, glaube ich, mal abgehandelt, die Frage, existiert die Seele unabhängig vom Körper? Meiner Ansicht nach so zu beantworten. Natürlich, unser Bewusstsein hängt mit Sicherheit vom Körper ab, aber unsere Seele ist natürlich mehr als unser Bewusstsein. Das ist sozusagen unser Wesenskern. Und möglicherweise ist es so, dass dieser Wesenskern, der uns ausmacht, irgendwie Strukturen beinhaltet, die relativ stabil sind. Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn der Mensch stirbt? Verschwindet dieser Wesenskern dann ganz oder sofort oder bleibt er noch eine Weile da? Und da fängt jetzt die Diskussion an. Die Spiritisten glauben, dass er noch da bleibt und die anderen Leute, die sagen, nein, er geht in den Jenseits, also also ein ewiges Leben oder sowas. Aber interessanterweise wird die gibt nämlich noch eine weitere Position. Also die Naturalisten sagen natürlich, dann ist alles aus, da gibt es dann nichts mehr. Aber es gibt eben noch eine weitere Position, die besteht eben darin, dass man sagt, ja, alle Kategorien von Raum und Zeit, die wir uns so vorstellen, das sind ja alles Produkte unseres Gehirns. Das wäre also wieder so ein bisschen Platonismus. Aber dann ist natürlich die Frage, ob der Begriff der Zeit überhaupt angewendet werden kann, wenn der Mensch gestorben ist. Und deswegen sagen ja auch manche Leute,
Wenn jemand stirbt, geht er in die Ewigkeit ein. Das heißt aber nicht, dass ewig lange dauert, sondern dass die Zeit überhaupt keine Rolle spielt. Und wenn die Zeit keine Rolle spielt, ja, dann gibt es wohl so einen Seelenzustand, in dem es keine Zeit gibt. Und das berichten interessanterweise auch viele Mystiker bei mystischen Erlebnissen, dass sie so eine Zeitlosigkeit erleben. Und das könnte ich mir noch am ehesten vorstellen. Dann ist nämlich diese Frage, kann die Seele ohne Körper existieren, eigentlich gegenstandslos. Noch eine Hörerfrage. Und ich glaube, wir haben das in der vorangehenden Folge schon ein bisschen angerissen. Jemand möchte wissen, ob das Psi-Phänomen und das UFO-Phänomen verwandt ist, Ihrer Meinung nach, und ob das Psi-Phänomen besser zu untersuchen ist als zum Beispiel das UFO-Phänomen. Ja, ist eine gute Frage, die natürlich sich beide Seiten immer wieder stellen. Also bei dem UFO-Phänomen ist ja so, da ist man auf Beobachtungen angewiesen. Und diese Beobachtungen, die treten sporadisch auf. Also die kann man ja nicht experimentell erzeugen, sondern die beobachtet man halt. Und dann ist die Frage, wie gut kann man sie dokumentieren? Und jetzt, da jetzt fast alle Leute ein Handy haben oder eben jeder sowas aufnehmen kann, gibt es natürlich viel mehr Beobachtungen. Und da ist die Hauptschwierigkeit bei den UFO-Beobachtungen eben alle möglichen Artefakte auszuschalten. Und dann ist die nächste Frage, was ist es? In der Parapsychologie hat man immerhin die Möglichkeit, da hat man natürlich auch spontane Beobachtungen, die kann man auch mehr oder weniger gut dokumentieren, zum Beispiel beim Spuk oder bei Wahrträumen oder so. Das sind die sogenannten Spontanphänomene. Aber, und das ist im Gegensatz zur UFO-Forschung, man kann eben Experimente machen und habe ich ja in großer Zahl durchgeführt. Und deswegen hat es die Parapsychologie ein bisschen einfacher als die UFO-Forschung. Sie als Naturwissenschaftler, glauben Sie an Wunder? Und was ist für Sie ein Wunder? Also ein Wunder ist ja sozusagen, zunächst mal so im Volksmund sagt man, ein Wunder ist etwas, worüber man sich wundert, dass es existiert. Es gibt ja auch sozusagen naturwissenschaftliche Wunder, es gibt Naturwunder, es gibt physikalische Wunder. Dann gibt es natürlich die Zaubertricks, die einem auch zum Wundern bringen. Aber meistens sind natürlich Wunder religiös konnotiert. Das heißt, Wunder sind in dem Sinne religiöse Manifestationen. Und da ist es also zumindest im christlichen Bereich, in der katholischen Kirche einfach so, da wird eben ein erstaunliches Ereignis, wie zum Beispiel eine Heilung, die man medizinisch gar nicht mehr erwartet, oder eben meinetwegen eine Erscheinung, denken Sie an Lourdes, die wird dann religiös interpretiert. Aber das Entscheidende dabei ist, und das wird da immer gesagt, das Entscheidende ist nicht, dass man an das Wunder glaubt, sondern dass das Wunder eine religiöse, ja, sagen wir mal, Offenbarung oder zumindest dem religiösen Glauben aufhilft oder zur Bestätigung dient. Und dann wird es auch akzeptiert. Aber das muss in dem Fall, zumindest in der katholischen Kirche, erst gewissermaßen approbiert werden. Also die Wunder, die die katholische Kirche sozusagen approbiert hat, die haben einen langen Prozess hinter sich, wo also alle möglichen kritischen Fragen diskutiert werden. Das ist total interessant und das sollte man eigentlich mal als Grundlage für Naturwissenschaften machen, die eben einfach mal gucken, die haben eine riesige Sammlung von total interessanten Fällen, die eigentlich noch der Aufklärung harren. Sehr interessant. Das bringt uns zu einer weiteren Hörerfrage und zwar möchte jemand wissen, wie Sie generell zum Thema Religion und vielleicht sogar zum Thema religiösen Fanatismus stehen. Naja, also machen wir die zweite Frage zuerst. Fanatismus ist immer abzulehnen, weil Fanatismus eine Einengung der Sichtweise bedeutet. Das heißt natürlich nicht, dass die Inhalte, die ein Fanatiker vertritt, falsch sind. Aber das Dumme an Fanatiker ist, dass sie intolerant sind und dass sie anderen Leuten Meinungen nicht achten und sich aufs hohe Ross setzen oder gar die anderen noch bekämpfen und gewalttätig werden. Und sowas ist absolut abzulehnen. Das ist überhaupt nicht in Ordnung. Ja, also Fanatismus ist ein Übel, was man wirklich nicht unterstützen sollte. Unabhängig davon,
worauf sich der Fanatismus bezieht. Ja, deswegen hat es zunächst mal auch nichts mit Religion zu tun. Es gibt ja auch fanatische Naturwissenschaftler oder sowas oder Fanatiker in der Politik. Okay, was die Religionen betrifft, da kann man wirklich ganz einfach sagen, das ist so, es gibt ja das Fach Religionspsychologie und da stellt man eben fest, dass es wohl offensichtlich zur Grundausstattung des Menschen gehört, dass er religiös ist. Die meisten Menschen, die auf der Erde leben, sind in der Tat religiös, aber sind nicht alle in einer bestimmten Kirche. Man kann auch ohne Kirche religiös sein. Oder ohne Organisation, dann nennt man das eher Spiritualität. Also das scheint wohl zur Grundausstattung des Menschen zu gehören. Das kann man auch ein bisschen verstehen, weil der Mensch, so wie wir wissen natürlich nicht, ob Tiere das nicht vielleicht doch auch können, über seine eigene Situation reflektieren kann. Er weiß, dass er da ist. Er weiß, dass er ein Bewusstsein hat und er kann sich die Frage stellen, warum ist die Welt so, wie sie ist und wer hat die Welt überhaupt gemacht? Und deswegen, das sind alles religiöse Fragen mit den unterschiedlichsten Antworten darauf. Und da wir das alles nicht genau wissen, ist es durchaus legitim, jedem seinen Glauben zu lassen. Und da, finde ich, gehört sich einfach nicht, sich dann über ein bestimmtes Glaubenssystem lustig zu machen. Ja. Zwei Fragen habe ich noch. Zum einen geht es um die Rückführung, um das Thema Rückführung, dass viele Leute denken, bei einer Rückführung ein früheres Leben gesehen zu haben. Wie bewerten Sie denn derartige Dinge? Naja, da gibt es ja zunächst mal die Erinnerung an frühere Leben. Das hat ja der Professor Stevenson, das war ein Psychiater aus Charlottesville, der ist ja ein Pionier dieser Forschung, der hat also in den Kulturen, in denen man an die Reinkarnation glaubt, das ja dokumentiert, das ist sehr eindrucksvoll, da gibt es also sehr interessante Fälle, da will ich jetzt aber nicht drauf eingehen. Bei der Rückführung wird eben behauptet, ja, und das ist jetzt interessant, man könne gewissermaßen Erinnerungen an frühere Leben oder an frühere Situationen im eigenen Leben durch Hypnose oder andere Techniken wieder sozusagen herausfinden oder Informationen darüber zu bekommen. Mhm. Da ist das Hauptproblem eigentlich eher ein methodisches und das will ich an einem kleinen Beispiel illustrieren. Man weiß nämlich nie, wo diese Informationen, die dann auch tatsächlich da rauskommen, wo die wirklich herkommen. Und das Beispiel, was ich da nenne, ist ein Fall, der in England stattgefunden hat. Es ging da um einen Handwerksmann, der war, glaube ich, Installateur. Und der hatte nach einem Motorradunfall, als er wieder zu sich kam, plötzlich erklärt, er sei schon mal auf der Welt gewesen. Und zwar sei er im amerikanischen Bürgerkrieg an einer bestimmten Front mit in einem bestimmten Bataillon als Offizier tätig gewesen und dort gefallen. Und er konnte wirklich ganze Details berichten. Und diese Details, und er sagte, er habe überhaupt nicht gewusst, dass es einen amerikanischen Bürgerkrieg gab. Er hatte da gar keine historische Ausbildung. Also die Details waren so genau, dass hat sich dann so eine Studentengruppe gebildet. Die haben das überprüft und haben festgestellt, es hat alles ganz genau gestimmt. Und da haben natürlich dann die Leute, die von der Reinkarnation überzeugt sind, sich gefreut, weil sie gesagt haben, aha, jetzt haben wir hier mal endlich einen Beweis dafür, dass jemand, der also mit Sicherheit gestorben ist, Informationen hat und dann wieder auf die Welt gekommen ist, diese Information, die kann man nachprüfen. So, das wäre so praktisch so eine Rückführung. So, und dann hat eben mein inzwischen verstorbener Kollege, der Dr. McHarg, das ist ein Schotte gewesen, der hat diesen Fall präzise untersucht und ist dahinter gekommen, dass dieser Handwerksmann 14 Tage vor seinem Unfall beim Friseur war. Nun kann man sich fragen, was hat der Friseur mit der Reinkarnation oder zu tun oder mit der Rückführung? Natürlich zunächst mal gar nichts, aber dieser Friseur war Hobbyhistoriker und hatte in seinem Wartezimmer eine Zeitschrift ausliegen
die so eine historische Zeitschrift, so eine populäre, und da war ein Bericht über den amerikanischen Bürgerkrieg drin, und zwar aus der Sicht eines Offiziers geschildert. Das wird ja gerne so gemacht, so eine Art so historische Geschichte. Und das hatte der gute Mann gelesen, aber der hatte das längst vergessen. Nach seinem Unfall war diese Erinnerung, das nennt man dann Kryptomnesie, also verborgenes Gedächtnis, gewissermaßen in seinem Bewusstsein angelangt. Der hat also nicht gelogen, aber hat eigentlich nur diesen Bericht wiedergegeben. So, und diese Frage der Kryptomnesie, die ist wirklich sehr, sehr schwierig methodisch, weil wir heute so mit Informationen abgefüllt werden, nicht nur durch Fernsehen und Radio und Zeitung, sondern auch durchs Internet, und da sind wir ja auch gerade dabei, dass es im Einzelnen fast unmöglich ist, heute bei so einer Rückführung festzustellen, wo diese Information herkommt. Ja. Und deswegen ist es halt ganz schwer, da sozusagen einen handfesten Beweis zu liefern. Kurz noch ein paar Gedanken zu Illobrand von Ludwiger, fragt jemand. Ja, das ist ein Kollege, den ich kenne, ja. Sie kennen sich und mögen sich, und gibt es keine Kritik auszuüben, sozusagen? Naja, also ich meine, das ist unter Wissenschaftlern ist es allgemein üblich, dass man natürlich verschiedene Modelle hat. Und das Modell von Herrn Illobrand von Ludwiger ist jetzt nicht unbedingt meins, aber ich habe auch da nichts dagegen. Ich weiß ja, was er vertritt, welche Meinung er hat. In vielen Punkten, würde ich sagen, stimme ich mit ihm überein, in anderen Punkten nicht. Das ist normal, dass Wissenschaftler unterschiedliche Meinungen zu unterschiedlichen Themen haben. Und deswegen, das macht man ja in der Wissenschaft, dass man dann darüber diskutiert. Und das tun wir auch. Ja. Also, aber sonst ist ein netter Herr, den ich schon seit vielen Jahren kenne. Und was soll ich sonst dazu sagen? Ja. Angenommen, es gäbe die Möglichkeit, sich eine Stunde lang mit einer schon längst verstorbenen Persönlichkeit zu unterhalten. Wer wäre das für Sie? Wäre auf jeden Fall spannend. Das Hauptproblem wird eben sein, ich bin leider kein Historiker, und da würde ich gerne einen Historiker dazu nehmen, gerade aus dem Grund, weil man ja gerne wissen möchte, ob jetzt das, was der Betreffende erzählt oder berichtet, ob denn das konsistent ist. Darüber haben wir, glaube ich, im Interview gesprochen. Ja. Das heißt, ob das alles so gut zusammenpasst, dass man sagen kann, das ist authentisch. Das ist übrigens das gleiche Problem, was der Ian Stephenson hat bei diesen Erinnerungen an frühere Leben. Denn das sind ja auch Aussagen, und dann muss man überprüfen, passt es zusammen, kann das sein und so weiter. Das ist ein schwieriges Geschäft, so wie sich das die Laien vorstellen, dass man dann da staunend zuhört und sagt, okay, das war's. Das ist leider, wird man leider nie erreichen. Also im Grunde ist das immer ein bisschen frustrierend. Und tatsächlich habe ich das auch schon erlebt. Allerdings nicht von einem Geist, sondern von einem realen Menschen. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Darf ich das noch kurz erzählen? Sehr gerne. Also das war, als ich noch in Holland an der Universität, da war ich als Gastprofessor, und da kam eines Tages, hat mich ein Holländer angerufen, ein älterer Herr, ob er mal mit mir sprechen dürfte. Und habe ich gesagt, ja, selbstverständlich. Und dann kam er an mit dicken Taschen voll mit so Leitsordnern, mit Material, und hat mir erzählt, er habe in Träumen herausgefunden, dass er die Reinkarnation eines Mädchens sei, was bei dem Titanic-Unglück, als dieses Schiff da unterging, ertrunken sei. Mhm. Und er hat dann Fotos und Interviews mit Überlebenden von der Titanic gemacht. Das war übrigens, bevor dieser Film herauskam mit dem DiCaprio. Und ich musste feststellen, der wusste alles über diese Sache. Der war der Experte. Und der konnte mir also alles zeigen, und dann hat er mir eben seine Träume berichtet, und es hat alles perfekt gepasst. Es war unglaublich, total beeindruckend. Und dann habe ich gedacht, naja, nachdem er also mir zwei Stunden das alles erzählt hatte, und es war so spannend, wie man sich nur vorstellen kann, und die ganzen Fotos und Dokumentationen, die er hatte. Und dann hatte ich natürlich schon ein bisschen Befürchtung, er will jetzt von mir so eine Art
Affidavit oder Bestätigung, dass das jetzt ein Beweis für die Reinkarnation ist, konnte ich natürlich nicht geben, aus den genannten Gründen. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, was kann ich denn für Sie tun? Und dann war ich total verblüfft, als er zu mir sagte, gar nichts, Sie haben schon alles für mich getan. Und dann habe ich gesagt, ja, wie meinen Sie das? Dann sagte er mir, ja, ich wäre der erste Mensch, der sich das mal seine Geschichte, bereit ist, seine Geschichte anzuhören. Oh. Und dann habe ich gedacht, das ist doch was, in was für eine Gesellschaft leben wir eigentlich, ja, dass Mensch, der so eine interessante Geschichte zu berichten hat, niemand findet, der ihm mal zuhört für 2 Stunden für eine hochinteressante Sache und gar nicht verlangt, dass man das beurteilt, sondern dass er es einfach nur erzählen will. Das war einer der Gründe, warum ich eigentlich diese Beratungsstelle aufgemacht habe, weil ich gedacht habe, da gibt es Menschen, die haben so interessante Erfahrungen gemacht und die dürfen sie niemandem erzählen, weil alle abwinken und sie als Spinner erklären. Das finde ich ganz schrecklich und unmenschlich und da kann man wirklich was lernen. Also deswegen ist es so wichtig zuzuhören. Ja. Das sehe ich ganz genauso wie Sie. Uns erreichen auch viele Nachrichten von Leuten, die was weiß ich was erlebt haben. Ich kann ich bin kein Psychologe, ich kann dazu nur meine Meinung vorsichtig äußern zu den Dingen, die die Leute erleben. Aber die Leute sagen uns ganz oft, dass es gut getan hat, das zu erzählen, weil auch in der Familie sie es niemandem erzählen können. Niemanden, nicht der Frau, nicht dem Mann, nicht dem Freund. Ja. Das ist, und er wollte auch gar nicht von mir, dass ich jetzt eine Erklärung dafür habe. Ja. Ich meine, die meisten Leute, die uns anrufen, die hören sich natürlich gerne an, was ich dazu zu sagen habe. Manche sind auch froh, wenn man irgendwie einen Erklärungsansatz hat. Aber das erwarten sie gar nicht von vornherein. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Wir können eben einfach noch nicht alles auf der Welt erklären. Da ist ja auch gar nichts dabei. Ich meine, es gibt niemanden, der alles erklären kann. Aber zuhören und diese interessanten Geschichten mal mit jemand zu besprechen, das finde ich eigentlich vollkommen normal und notwendig. Ja, das ist sehr wichtig. Und das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie sich nochmal Zeit für uns genommen haben. Das ist wirklich sehr nett.